Mehr Menschen als je zuvor sind weltweit auf der Flucht vor Hunger, Krieg und Terror. Die Hälfte von ihnen sind Jugendliche und Kinder. Die Freudenberg-Gruppe hat ihre Mitarbeiter, Pensionäre und Gesellschafter zu einer weltweiten Spendenaktion für Flüchtlinge aufgerufen. Die Spenden hat das Unternehmen auf gut 1,6 Millionen Euro verdreifacht. Mehr als die Hälfte ist bereits an Soforthilfe und Betreuungsangebote in den Krisenregionen und insbesondere in den Ankunftsländern geflossen. Die Hilfe geht bevorzugt an Projekte, zu denen Mitarbeiter einen persönlichen Bezug haben, mit einem Schwerpunkt auf Bildung und Sprachförderung. Ein wichtiger Partner ist das Goethe-Institut. Freudenberg möchte langfristig Hilfe leisten und fördert daher Deutschkurse, die Entwicklung von Lehrmaterial und Weiterbildungen für ehrenamtliche Helfer. Die Sprache ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, wenn die Menschen hier in unserer Gesellschaft ankommen wollen. Wie gut die im Einzelnen gelernt wird, ist meiner Ansicht nach nicht so wichtig. Ganz wichtig ist, dass sie teilhaben können am gesellschaftlichen Leben und dass sie dazu genügend Sprache zur Verfügung haben. Der gleichen Meinung ist Marina Wespel, die am Freudenberg-Standort Adlershof in Berlin arbeitet. Wie viele ihrer Kollegen bei Freudenberg engagiert sie sich persönlich und unterstützt Geflüchtete unter anderem beim Deutschlernen. Auf dem Weg zur Arbeit bin ich jeden Tag an einem neu errichteten Flüchtlingsheim hier direkt neben uns am Standort vorbeigefahren und habe mich dann schon gefragt, Mensch, was kannst du machen? Da müsste man noch helfen. Und ich habe dann eine Spende bekommen für das Heim. Von der Spende konnten ca. 100 Schulausrüstungen für die Willkommensklassen gekauft werden. Und es war wirklich eine tolle Sache. Es war eine große Freude für alle. Die Freudenberg-Hilfsinitiative für Flüchtlinge ist bis mindestens 2019 angelegt. In den kommenden 4 Jahren werden Schlüsselprojekte identifiziert, die das Unternehmen langfristig mit einer weiteren 1 Million Euro fördert. Ein Fokus liegt auf der Hilfe für Kinder und Jugendliche, die allein oder mit ihren Eltern geflüchtet sind. Freudenberg steht mit seinem Engagement für Flüchtlinge in einer Reihe mit zahlreichen weiteren deutschen Unternehmen in der Initiative Wir zusammen – Integrationsinitiativen der deutschen Wirtschaft.